Es ist sicherlich nicht das, was ich erwartet hatte, aber es bedeutet, dass es Hoffnung gibt, oder? Warst du enttäuscht von dem, was du gefunden hast? Ich meine, ich will nicht undankbar klingen. Ohne Arcadia und Dima wäre ich jetzt vermutlich tot. Schätze, dass ich mir irgendwie einfach mehr erhofft hatte. Direkt nach meiner Flucht wusste ich nichts mit mir anzufangen. Ich war verloren, verängstigt. Aber ich habe Gerüchte über Chase gehört. Und darüber, dass sie Menschen an einen sicheren Ort bringt. An einen Ort nur für uns. Und jetzt bin ich hier. Wie auch immer es weitergeht. Jetzt bist du hier. Und weiter? Ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Ich muss mir nur immer wieder sagen, dass ich besser hier bin als tot. Das ist komisch. Die sind alle ein bisschen... Die haben alle einen kleinen Knacks. So ein ganz kleiner. Also habe ich so irgendwie den Eindruck, dass sie nicht ganz richtig im Kopf sind. Und zwar alle. Alles verlorene Schäfchen quasi. Aber mehr als nur ein bisschen verloren. Die Schaltkreise sind total hinüber. Hallo? Vielleicht, wenn ich die Sensoren umleite. Kasumi Nakano? Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. Ja. Du gehörst hier nicht her. Ich bin Detektiv, deine Eltern haben mich geschickt. An was arbeitest du denn? Erstmal... An was arbeitest du denn? Versuche nur, etwas Vorkriegsmüll zu etwas Nützlichem zu verarbeiten. Ist nicht schwer. Also, sagst du mir jetzt, was du hier willst? Du gehörst hier nicht her, ich bin Detektiv, deine Eltern haben mich geschickt. Ganz ehrlich, ich glaub nicht, dass sie ein Synth ist. Die einzige... Ich bin ein Teenager, ich hab mich noch nie hier zu Hause gefühlt. Ich war schon immer anders. Ich kann mich nicht komplett an meine Kindheit erinnern. Das sind so ihre Gründe, warum sie meint, sie wäre ein Synth. Und wenn Dima nicht irgendwie eine Möglichkeit hat zu erkennen, ob jemand ein Synth ist oder nicht, was er nicht hat, sonst hätte er mich nicht gefragt, ob ich ein Synth bin oder nicht, dann ist die einzige Möglichkeit herauszufinden, ob sie ein Synth ist oder nicht, quasi zu speichern jetzt. Du sagst ja gar nicht. Sie zu erschießen, gucken, ob sie eine Komponente hat und dann weiß man's. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die ist kein Synth, ganz ehrlich. Du gehörst nicht hierher, Kasumi. Dein Zuhause ist im Commonwealth. Du kommst von zu Hause? Und du bist so weit gereist? Wegen mir? Du bist gegangen, ohne deinen Eltern zu sagen, warum. Du hättest wissen müssen, dass sie sich sorgen. Meine Eltern... Die Leute, die sich um mich gekümmert haben, sie würden mich nicht zurückhaben wollen. Nicht, wenn sie die Wahrheit wüssten. Was meinst du damit? Ich bin nicht ihre Tochter. Ich bin ein Synth. Oh Gott. Ich dachte, es wäre leichter für sie, wenn ich einfach gehen würde. Wie hätte so ein Gespräch denn verlaufen sollen? Ich habe euch die ganze Zeit belogen? Eure Tochter ist tot und ich habe sie ersetzt? Hast du einen Beweis dafür, ein Synth zu sein? Kleine Dinge. Träume, dass ich im Labor aufwache. Jahre als Kind, an die ich mich nicht erinnere. Und zu Hause war ich immer fehl am Platz. Alter, bist du bescheuert? Das ist doch kein... Jeder Teenager fühlt sich fehl am Platz. Und niemand kann sich komplett an die Kindheit erinnern. Und dumme Träume hat jeder mal. Das ist so ein Quatsch. Du hast niemanden ersetzt. Kenji und Ray sind immer noch deine Eltern. Ich wünschte, das würde stimmen. Wäre ich kein Synth, wäre alles so viel einfacher. Bist du doch nicht. Glaube ich nicht. Arcadia ist nicht das, was ich dachte. Es ist mehr als nur eine Zuflucht. Aber ich kann erst gehen, wenn ich dem auf den Grund gegangen bin. Ich bin genug weggelaufen. Aha. Was für ein Problem gibt es denn in Arcadia? Ist eine lange Geschichte. Ich muss nur herausfinden, wie... Moment. Du findest Dinge. Suchst nach Antworten. Das stimmt doch, oder? Deshalb hast du mich aufgespürt. Was, wenn ich dir sage, dass es ein Geheimnis gibt? Ein großes Geheimnis hier auf der Insel. Etwas viel Wichtigeres als ein verschwundenes Mädchen. Jetzt wird's interessant. Schwester... Viele Dinge auf dieser Insel sind wichtiger als du. Verkneif dir deine Witzchen mal kurz, ja?
Du hast die ganzen Computer gesehen, an die Dima angeschlossen ist, oder? Jupp. Sie enthalten seine Erinnerungen oder laden Daten aus seinem Hirn runter. Vielleicht auch beides. Nun, Faraday hat mich gebeten, bei einigen Reparaturen zu helfen. Und da wurde ich neugierig. Da stecken die Lebenserfahrungen aus einem Jahrhundert drin. Und dann sehe ich sie. Datenmodelle, die Dima erstellt hat. Bei einem überrollt der Nebelfahrhaber. Bei einem anderen explodiert eine Atombombe auf der Insel. Beides inklusive Opferzahlen. Was, wenn Dima so freundlich ist, weil er etwas vor uns verbirgt? Ein Plan, um den Rest der Insel auszulöschen. Wir sollten der Sache auf den Grund gehen. Wenn Dima eine Nummer abzieht, müssen wir es wissen. Du vertraust Dima nicht? Und bist nur seinetwegen hierher gekommen? Ich bin nicht wegen ihm nach Arcadia gekommen, sondern weil es hier Antworten gibt. Jetzt, da ich eine Heimat gefunden habe, will ich nicht alles verlieren, weil Dima plant, alles zu vernichten. Ich persönlich finde kalkulierten Massenmord ja sehr beruhigend. Hey, hilf mir einfach, okay? Wenn ich falsch liege, kannst du so viele Witze machen, wie du willst. Ich habe versucht, selbst ein bisschen was rauszufinden, aber ohne großen Erfolg. Ich sehe immer wieder, wie Dima, Faraday und Chase ins Labor am anderen Ende des Gangs gehen. Später kommen sie raus und es wirkt, als hätten sie gestritten. Es gibt hier nebenan ein Lager. Das wäre perfekt zum Lauschen, aber es ist abgeschlossen. Ich habe auch versucht, Faradays Terminal zu hacken, weil er Dima so nahe steht. Aber das Ding ist extrem gut gesichert. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Bleib einfach hier. Okay, viel Glück. Komm zurück, sobald du etwas rausgefunden hast. Von einem Fall zum nächsten. Einfach ist es nie, nicht wahr? Nope. Optional. Ich bin mir sicher, irgendjemand hat den Schlüssel zum Lagerraum. Vielleicht Cock? Der hantiert immer mit den Vorräten rum, wenn sie reinkommen. Ich brauch keinen Schlüssel, ich kann alles knacken und hacken. Ich bin Level 101. So, ich habe das optionale Ziel, mit Dima zu reden. Kann ich nochmal mit ihr reden? Kazumi. Faraday ist wahrscheinlich der Klügste hier. Das Hacken des Terminals dürfte nicht leicht werden. Okay. Also, ich speichere nochmal. Dass man das Mädchen nicht davon überzeugen, dass die so überzeugt davon ist, ein Synth zu sein, nur weil sie ein paar blöde Träume hat. Das ist ja bescheuert. Das ist ja so, als ob ich sagen würde, ich bin Synth, weil ich besser hier bin als tot. Weil ich im Spiel nicht aufgepasst habe. Okay, wir reden jetzt mal mit Dima. Vielleicht hat er sowas zu sagen. Vielleicht aber auch nicht. Sieht auf jeden Fall sehr schön an, wie er da sitzt. Ne? Was macht ihr denn hier eigentlich? Sag mal. Dima. Was ist denn? Ich weiß nicht. Kazumis Anschuldigung. Nö, davon erzähle ich mir nichts. Ja? Erzähl mir von dir, Faraday. Ich weiß nicht, was du da wissen willst. Ich bin aus dem Institut geflohen, wie die anderen hier. Hab mir aber zum Glück nie das Gedächtnis löschen lassen. Ich bilde mir ein, dass ich genau dann ankam, als Dima mich brauchte. Ich kannte ihn schon vor all dem. Vor Arcadia. Er brauchte meine Hilfe, auch wenn er es nicht zugeben wollte. Hä? Er war schon immer so stur. Naja, ich bin auf jeden Fall seitdem bei ihm und sorge dafür, dass er alles hat, was er braucht. Ach, nichts. Okay. Okay, das verstehe ich jetzt nicht so ganz, muss ich ehrlich sagen. Also er kannte Dima schon. Ist das sauber? In meinem Beruf sieht man oft das Schlimmste im Menschen. Das setzt einem manchmal echt. Ist das sauber? Jo, ist sauber. Ich darf hier einfach so rangehen. Ach so. Technisches Dokument. Ah, hier kann ich. Nee, hier darf ich nicht schlafen. Da sind echt eine verdammt. Das sind verdammt viele Computer. Das muss man einfach mal sagen. Ich wusste doch, dass der Typ was versteckt. Also Steamer andere Pläne hat. So. Okay, dann machen wir mal. Envision. Oh. Ja. Extrem gut gesichert.
So, Array-Status online. Speicherintegrität 94,7%. CPU-Last 31,5%. Systemfehler. Array 17 offline. Array 4 unregelmäßige Laufwerksreaktion. Array 6 Laufwerk B7 reagiert nicht. Faradays Tagebuch. Es läuft schlecht. Fahaba und die Kinder des Atoms stehen kurz vor einem Krieg und wir stehen genau dazwischen. Es geht um die Nebelkondensatoren. Wir wollten nur unsere Leute vor der Auslöschung durch den Nebel schützen. Hä? Unsere Leute? Die seid doch immun gegen Strahlung. Doch die Kinder des Atoms empfinden dies als einen Affront gegenüber ihrem Gott. Sie wollen, dass sich der Nebel auf der ganzen Insel ausbreitet, besonders über Fahaba. Und die Bewohner von Fahaba sind ebenfalls von Hass ergriffen. Sie bezichtigen die Kinder des Atoms, den Nebel verbreitet zu haben, obwohl das rein wissenschaftlich betrachtet unwahrscheinlich ist. Hätte Beichtvater Martin bei den Kindern des Atoms noch das Sagen, wären unsere Chancen höher. Dima und der alte Beichtvater haben eine lange gemeinsame Geschichte. Martin hätte Dima in der alten U-Boot-Basis gefunden, und als Arcadia gegründet wurde, schenkte Dima Martin und seinen Anhängern die Basis, die ihnen als neues Zuhause dienen sollte. Fortan nannten sie den Nucleus und zu Beginn... Nannten sie sie die Nucleus. Und zu Beginn waren wir erfreut über die Zusammenarbeit, die uns allen mehr Sicherheit versprach. Doch nun ist Beichtvater Martin verschwunden und der hohe Beichtvater Tektus hat die Führung übernommen. Er ist ein gefährlicher Größenwahnsinniger, der Fahaba um jeden Preis zerstören und mit den Drogen dazu bringen will, ihm zu helfen. Und uns mit den Drogen dazu bringen will. Was aber noch schlimmer ist, Dima hat seine ursprünglichen Speicherbänke in Nucleus zurückgelassen, als er ging, um Arcadia zu gründen. Er gibt sich die Schuld wegen seines mangelnden Urteilsvermögens, geht aber meiner Meinung nach zu hart mit sich ins Gesicht, Gericht. Die Gesichter, die Kinder des Atoms waren unsere Freunde, als Martin sie noch anführte, und der Transport der Speicherbänke wäre schwierig gewesen. Dima hatte allen Grund zu glauben, dass sie hinter den Verteidigungsanlagen aus der Vorkriegszeit, an denen sich Martin niemals zu schaffen machen wollte, sicher unter Verschluss gehalten werden. Dima ist seit mehr als einem Jahrhundert auf dieser Insel. In den Bänken könnte alles Mögliche gespeichert sein. Wenn die Kinder des Atoms einen Weg finden, auf diese ganzen Daten zuzugreifen, könnten sie auf etwas stoßen, das die gesamte Insel in Gefahr bringt. Uns läuft die Zeit davon. Ich habe Dima davon überzeugt, dass sie jemanden losschicken müssen, der seine Speicherbänke zurückholt. Der Umgang mit Dimas ausgelagerten Daten könnte kompliziert sein, daher bearbeiten wir gemeinsam mit einem Computerprogramm. Es enthält eine Reihe von Anweisungen, mit denen Dima unsere Agenten hilft, sobald er sich in der Simulation befindet. Außerdem werden Werkzeuge benötigt, um sich durch die internen Sicherheitsprotokolle der Speicherbänke hacken zu können. Ich glaube, wir sollten Chase schicken. Für Dima ist das jedoch zu riskant. Die Kinder des Atoms kennen sie, und wenn sie entdeckt wird, gibt es Krieg. Aber wer sonst könnte diese Aufnahme übernehmen? Warte mal. Dima hat seine Ursprünge im Blablabla. Wenn die nach seinem Weg finden, das Ganze so gut, könnten sie etwas verschoben, das die gesamte Insel in Gefahr bringt. Okay. Ja, ich wollte nur kurz gucken, ob ich irgendwas übersehen hätte. So. Faradays Programm runtergeladen. Ja, irgendwelche... Gibt es denn auch Maschinen, die dir widerstehen können? Du? Du kannst mir widerstehen, Nick. Aufgepasst. Kann ich was für dich tun? Was gibt's, Nick? Was? Oh, Entschuldigung. Mein Kopf war nur voll von Dimas Gerede. Es ist ein Schock. Gehört er wirklich zur Familie? Nö. Bevor ich antworte, geht es dir gut? Geht schon. Keine Sorge. Muss mir nur einen Reim auf all das machen. Ehrlich? Ich weiß nicht, was ich denken soll, Nick. Ja, dann sind wir schon zu zweit. Ich habe mich lange gefragt, ob das Institut weitere Prototypen gebaut hat. Ob ich nur ein Fehlschlag war. Ob sie aufgaben. Oder einfach keine Lust mehr hatten. Ich dachte immer, ich wäre nichts weiter als abgelegter Müll. Es kam mir nie in den Sinn, dass jemand mich rausholen wollte. Mir bei der Flucht geholfen hatte. Es muss irgendwo einen Beweis geben. Für das, was zwischen mir und Dima wirklich geschehen ist. Mhm. Es wäre schön, wenn wir die Augen offen halten könnten. In den Speicherbänken. Natürlich in den Speicherbänken. Nach welcher Art von Beweis suchen wir denn? Ich weiß nicht. Aber das Beste wäre es, sich Dima und Arcadia näher anzusehen. Natürlich, Nick.
Wir finden schon was. Danke. Ich weiß, wir haben hier nicht viel. Denk einfach an mich, wenn du was findest, wodurch wir Antworten bekommen könnten. Okay, ich könnte jetzt mit ihm reden nochmal, tatsächlich. Oder belauschen. Kann ich belauschen? Lager, Dings da, Bumster, belauschen? Oder warte mal. Laden. Die Ankunft, sprich mit Brooks, beschaff die Speicherlaufwerke. Ne, wo du hingehörst. Sprich mit Dima. Belauschen kann ich sie nicht, ne? Dann müsste ich sie ja im Lager belauschen, quasi. Na klar, das ist ja ein riesiges Observatorium. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was sind das eigentlich für eine Kuppel? Jetzt weiß ich's. Ach ja, klar, mit Dima reden. Ich mach das einfach mal. Hey, Dima. Ja, was denn? Einige deiner Erinnerungen. So. Ich weiß, du hast einige deiner Erinnerungen in einer alten U-Boot-Basis zurückgelassen. Du hast Angst, dass die Kinder des Atoms sie finden. Du warst fleißig. Ich hatte gehofft, dass du dir die Zeit nimmst, um uns besser kennenzulernen. Irgendwie hast du das ja auch. Vielleicht ist das für uns beide eine Gelegenheit. Bei meinen Leuten bestünde das Risiko, dass die Kinder des Atoms sie erkennen. Aber du bist neu auf der Insel. Ich stelle mir deine Erinnerungen als ein riesiges Holoband vor, das die Kinder des Atoms als Couchtisch benutzen. Ich vermute, das ist deine Art, ich werde helfen, zu sagen. Nö. Bevor ich anfange, wie viel weißt du? Hast du Fragen an mich? Zu Fahaba, den Kindern des Atoms oder meinen Erinnerungen? Du hast deine Erinnerungen zurückgelassen? Wie geht das? Als Synth-Prototyp ist meine Speicherfähigkeit begrenzt. Ich habe Computer genutzt, um sie zu erweitern, um mir Platz zum Denken zu verschaffen, um neue Dinge zu sehen. Ich musste einige meiner frühesten Erinnerungen zurücklassen, als ich den Kindern des Atoms die U-Boot-Basis überließ. Ich dachte, sie wären dort sicher. Oh, du sorgst für Fahrhabers Sicherheit. Nicht ganz. Ihre Unabhängigkeit ist ihnen wichtig, aber der Nebel breitete sich immer mehr aus. Also schlug ich ihnen einen Handel vor. Wir gaben ihnen die Technik, um den Nebel fernzuhalten, und sie wurden zu unserer Verbindung zur Außenwelt. Eine sichere Anlegestelle und ein Ort, um Vorräte zu kaufen. Leider sehen die Kinder des Atoms den radioaktiven Nebel als heiliges Zeichen. Und aufgrund ihrer blutigen Geschichte mit Fahaba ist unsere Beziehung nicht die beste. Kann ich nicht Maxen sagen, ich habe Kinder des Atoms gefunden, die müssen ausradiert werden? Und dann kommt er mit der Pritbin und wirft dann den Nuke rein, oder wirft dann Liberty Prime rein und der wirft dann Nukes rein und dann haben wir noch einen Nuke gestartet. Das wäre zwar nicht unbedingt das Klügste, aber dann wären sie weg. Lass dir Zeit. Die Kinder des Atoms auf dieser Insel? Du hast ihnen geholfen? Ja. Ich weiß, ihre Verehrung der Strahlung als eine Art Gott ist etwas ungewöhnlich. Aber ich will mir kein Urteil erlauben. Ich habe in der U-Boot-Basis gelebt, als Martin und seine Anhänger dort ankamen. Sie waren wegen ihres Glaubens aus Fahaba vertrieben worden. Als ich ging, um Arcadia zu gründen, wusste ich, dass die Basis in sicheren Händen war. Sie brauchten eine Heimat, einen Ort, an den sie gehören. Genau wie ich. Aber Martin ist verschwunden und sein Nachfolger Tactus will den Streit mit Fahaba beenden, indem er den Nebel die Stadt verschlingen lässt. Ja, ich bin ja auch eigentlich der Meinung, dass Religionsfreiheit eines der höchsten Güter ist. Aber das hört bei mir auf, wenn die Kinder des Atoms rumrennen und sagen, ich werde euch alle. Ja, der Heilige, der große Atom, die große Spaltung wird euch alle bekehren. Und was sie damit meinen ist, wir werden euch töten mit atomarer Strahlung. Ich weiß, was ich wissen muss. Dann ist mein Plan ganz einfach. Gib dich als Rekrut aus und infiltriere die Kinder des Atoms. Verschaff dir Zugang zu ihrer Basis. Du findest meine Speicherbänke in der alten Kommandozentrale, geschützt durch einige Vorkriegssicherheitsmaßnahmen. Ich werde dir das Programm geben, das du brauchst, um auf meine Erinnerungen zuzugreifen. Bring mir alles, was du rausfinden kannst. Das wird anders sein als das Hacken sonst.
Du wirst in mein geistiges Netzwerk einbrechen. Es wird dich als Eindringling sehen. Ich habe das Programm mit Anweisungen von mir geladen, die dir helfen werden. Es ist leider schwierig zu erklären, wenn man es nicht selbst gesehen hat. Also, wie funktioniert das Programm? Da ist ein normales Terminal mit einigen Erweiterungen. Mit dem Programm kannst du auf das Terminal zugreifen. Sobald du versuchst, eine Erinnerung zu holen, könnte sich deine Perspektive etwas verschieben. Keine Panik. Das Programm erklärt dir alles, sobald es nötig ist. Ich ersetze deine gesamten Erinnerungen durch Katzenbilder. Miau. Nun, das würde meine dunkleren Erinnerungen wohl etwas verschwimmen lassen. Im Ernst, viel Glück. Ich weiß, welches Risiko du für uns auf dich nimmst. Es ist in unser aller Interesse, dass du Erfolg hast. Noch eine Sache, bevor du gehst. Was du auch immer tust, greif die Kinder des Atoms nicht direkt an. Das oberste Ziel muss Frieden sein. Wenn du sie angreifst, sehen sie sich im Krieg mit der Außenwelt. Wenn wir in deinen Erinnerungen was Verdächtiges finden, kommen wir zurück. Darauf kannst du dich verlassen. Verdammt richtig. Sie sehen sich im Krieg mit der Außenwelt. Das ist ja niedlich, als ob sie sich nicht schon vorher im Krieg mit der Außenwelt gesehen hätten. Ich meine, was machen die denn im Kampfwerf ständig? Ja, abgesehen von den Leuten im Krater, greifen die alles und jeden an. So, Kazubi. Dimas früheste Erinnerungen sind in den Händen der Kinder des Atoms. Er hat Angst vor dem, was sie herausfinden. Darum ging es bei diesen möglichen Opferzahlen also? Dima wollte die Insel nicht vernichten. Er hatte Angst, dass das die Kinder des Atoms tun? Oder verbirgt er noch immer etwas? Was sind das für Erinnerungen, dass er sie zurücklässt? Steckt da wirklich etwas Gefährliches drin? Hast du einen Weg gefunden zu seinen Erinnerungen? Und an den Kindern des Atoms musst du auch noch vorbei. Warum rede ich eigentlich mit einem Kind? Die Kinder des Atoms? Was weißt du über sie? Ich habe vor einiger Zeit im Commonwealth von ihnen gehört. Verehren die Strahlung oder so. Ich war nicht lange in Far Harbor, aber ich weiß, sie sind dort sehr verhasst. Ich habe zufällig gehört, wie jemand darüber sprach, einen Missionar der Kinder zu töten. Ich verstehe Dimas Sorge. Wir müssen nur sicher gehen, dass er nicht noch etwas im Schilde führt. Dafür werde ich aber bezahlt, oder? Keine Sorge, ich habe Geld. Außerdem bekommst du noch Dimas früheste Erinnerung. Er hat fast ein Jahrhundert auf der Insel gelebt, bevor er Arcadia aufgebaut hat. Er weiß doch bestimmt von irgendeinem Schatz, meinst du nicht? Hoffen wir mal, dass das reicht. Ich habe dieses Programm von Faraday und Dima. Damit soll ich Zugang zu den Speicherbänken erhalten. Wirklich? Und wie funktioniert das? Als ich mir die Computer dort angesehen habe, saß Dima auf seinem Stuhl. Den habe ich angezapft. Vielleicht musst du dich, so an die alten Speicherbänke anschließen wie er. Mit einer Verbindung zwischen deinem Kopf und dem Computer. So ist es bestimmt. Dann würde Faradays Programm Dimas Gedanken und Daten übersetzen und dir helfen, mögliche Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen. Tut mir leid, ich spekuliere nur. Es ist nur, das ist ziemlich spannend, oder? Erzählst du es mir, wenn du was rausfindest? Ich behalte hier so lange alles im Auge. Mhm. Geh mal nach Hause, kleines Mädchen, ja? Also besorgen wir die Erinnerungen. Und dann? Wenn es eine Bedrohung für die Insel ist, dann sollten es die Kinder des Atoms nicht in die Finger bekommen. Und Far Harbor auch nicht. So nicht. Wenn wir Dima wirklich nicht trauen können, haben wir so seine eigenen Erinnerungen als Beweis. Schön. Sarkastisch. Ich weiß nie, was sarkastisch ist. Ich nehme es in letzter Zeit relativ oft. Aber zum Beispiel das mit den Katzenbildern war blöd. Ich finde Dimas Erinnerungen. Dann können wir weitersehen. Viel Glück. 500 Kronkorken. Arcadia ist weit genug vom Institut entfernt, damit wir uns keine Sorgen machen müssen, oder? Gain Access to the Installation. Lagerraumplakat, das haben wir denn hier? Dieser Lagerraum ist hier die Vorräte des Ladens und steht nicht zur freien Verfügung. Ich habe nicht viel, also Finger weg. Wenn du hier rein willst, komm zum Laden. Ich würde zwar Nein sagen, aber du kannst mich alles fragen. Ich mach da einfach auf.
Geschafft. Und geschafft. Sollte man von hier aus nicht Dima ausspionieren? Wie soll das funktionieren? Haben wir denn hier für schmutzige Geheimnisse? Aktuelle Projekte. Nebelkondensatoren. Version 162. Interne Motoren überarbeitet, um Gleichgewichtsprobleme der Einheiten zu beheben. Dimas vorgeschlagene Verbesserung der Flussaufnahme eingebaut. Energieverbrauch um 7,2% verringert. Feedback aus Verhaber zurücksichtigt. Dimas genauer Wortlaut war zur Kenntnis genommen und ignoriert. Dimas Verbesserung 351. Vakuumröhren nach Korrosion an mehreren Stellen neu versiegelt. Aktive Sitzmotoren rekalibriert. Dima verfängt sich nicht mehr im Speicherzugriffsapparat. Verbesserung der Energiekupplung. Persönliche Anmerkung: Ich mache mir Sorgen, dass wir uns den Grenzen dessen nähern, was Dimas interne Energiequellen sicher aufnehmen kann. Wenn mir das zu viel wird, besteht die Gefahr, dass es sich überarbeitet. Aufgegebene Projekte. Rekonstruktive Chirurgie 0012. Subjekt zensiert nach Unfall während seiner Reise nach Arcadia behandelt. Schweres Trauma am linken Arm operiert. Volle Funktionsfähigkeit wiederhergestellt. Subjekt V5 nach einem Unfall auf der Insel behandelt. Schweres Traumata an Kopf und Oberkörper. Kognitive Funktion eingeschränkt. Funktionsfähigkeit vollständig wiederhergestellt. Gesichtswiederherstellung am Subjekt S2 auf eigenen Wunsch durchgeführt. Operation mit geringfügiger Narbenbildung erfolgreich abgeschlossen. Subjekt ist zufrieden mit dem Ergebnis. Technik verbessert sich bei jedem zusätzlichen Versuch. Transmitter und nichts. Exclusivity. Und nichts. Ich wähle in letzter Zeit einfach nur noch aus Glück raus, ne? Einfach weil ich sage, ey, was soll's? Ob ich jetzt falsch liege oder richtig, ist doch egal. Ich habe sowieso genug Versuche. Das wär's. Valentine, hat das gefallen? Was wollen die denn mit den ganzen Atombomben und sowas? Kryogranate. Was soll's? Traubenmintitz. Vakuumröhre. Kann ich von hier aus eigentlich ein Vertibut rufen? Wahrscheinlich nicht, ne? Rede weiter. Also auf Verhaber, meine ich. Schau dich um. Geht nicht mehr. Scheiße. Okay, dann... Hey. Ich höre dir aufmerksam zu. Schnapp dir was Nützliches. Kannst du auf mich zählen? Ist so lustig, dass ich einfach immer alles nehmen darf. Schau's dir an. Guter Plan. Okay. Noch was? Nö. So.
Ich glaube, das war's so im Großen und Ganzen. Mehr gibt's hier tatsächlich nicht. Also viel mehr gibt's hier nicht. Hey, willst du kurz mal die Augen offen halten? Sein Diagnoseprogramm ausführen. Danke. Was habe ich verpasst? Nix. Also, abgesehen vom Ende der Welt, natürlich. Sie wäre ein Synth. Sie hat keinerlei Beweise dafür, dass sie ein Synth ist, außer dass sie es im Radio gehört hat. Also, dass es Synths gibt. Und sie denkt, oh, seitdem mein Großvater tot ist, fühle ich mich nicht mehr dazugehörig. Das ist so ihr großer Grund, warum sie ein Synth sein muss. Das, ja. Okay. Mädel, du hast einen Schuss weg. Okay, was haben wir hier? Gain Access to Dimas Terminal. Sprich mit... Das habe ich doch schon gemacht. Ach, da hinten. Okay. Die Ankunft. Sprich mit Brooks. Chase macht sich Sorgen, mein Synth bislang nicht in Arcadia eingetroffen ist. Sie hat mich noch verhaben. Ja, können wir machen. Wer schafft die Speicherlaufwerke? Finden sich auf einem Boot. Hilf Casey, Chase, hilf Faraday, hilf den Synths in Arcadia. Eliminiere die wilden Ghule. Berichte der Bruderschaft von der Synth-Zuflucht. Okay. Also, wir haben hier unten die Speicherlaufwerke, die wir beschaffen müssen. Hier die wilden Ghule. Okay. Da sind die Kinder des Atoms. Und da ist das Werkzeug, das wir beschaffen müssen. Meine Power Armor ist da? Ach nee. Okay. Das ist das Schiff. Ich frage mich wirklich, ob es klug ist, zur Bruderschaft zu gehen und zu sagen, hey, wir haben hier übrigens eine Synth-Gemeinschaft gefunden. Auf der Insel namens Verhaber. Ja, wahrscheinlich würde Maxon einfach nur sagen, gehen Sie da hin und gucken Sie nach, was die da machen. Und entscheiden Sie dann. Spionieren Sie sie aus. Wäre trotzdem mal interessant zu wissen, eigentlich müsste ich da hingehen. Ich habe schon gesagt, eigentlich müsste ich meine Power-Armor holen wegen der Strahlung. Na, verdammt. Longfellow Suite. Ach, das ist eine Siedlung. Okay, das heißt, da muss ich sowieso hin. Den ganzen Schrott abliefern. Was soll's? Vielleicht werden uns eines Tages auch andere so annehmen, wie wir sind. Okay, das heißt, wir gehen zurück nach Verhaber erstmal. Denn ich muss den gesamten Schrott loswerden. Das heißt, wir ruckeln uns da mal ein bisschen durch. Und dann überlegen wir mal, was wir als nächstes machen. Bisher gefällt mir die DLC richtig gut, muss ich einfach nochmal sagen. Ich habe es ja schon mehrmals gesagt, aber bisher gefällt der mir einfach richtig gut. Also das gesamte Level-Design, auch wenn die Framerate hier echt in den Keller geht, wegen dem Nebel, aber ich will ihn auch ehrlich gesagt nicht ausmachen. Also ich will das Spiel nicht komplett neu runterladen, das ist es. In erster Linie. Aber ich muss hier wirklich mal die Power-Armor holen, also irgendwie geht das so nicht. Kann ich nicht einfach durch den Wald gehen, sag mal. Das wäre nicht unbedingt das Klügste eventuell.
muss echt einen Power Armor holen. Das mit der Strahlung ist so doof. Das heißt, ich müsste jedes Mal, wenn ich nach Arcadia oder... Also wenn ich bei Arcadia oder Verhaber oder sonst irgendwo vorbeikomme, müsste ich jedes Mal zum Arzt gehen und sagen, hey, mach mal die Strahlung weg, weil... Oder ich kann irgendwie, ich muss die Strahlung verbessern. Also den Strahlenschutz verbessern von meiner Rüstung. Das wäre eventuell auch eine Möglichkeit. Tut mir leid, Leute. Auf. Das wär's. Die saugen den Nebel auf. Ah. Okay, jetzt habe ich es verstanden mit dem Nebel. Zur Hölle, was bist du denn für einer?